Ein herzliches Hallo, liebe Freunde des Internets, liebe Freunde des E-Sports, zu einer weiteren Folge von Mo trainiert. Mo, den seht ihr hier, der ist gerade erst aufgestanden. Mo, was hast du die letzte Nacht getrieben? Sei ehrlich. Ja, gezockt, ne? Ich habe gestern, war geiles Wetter, deswegen habe ich erst nachts angefangen, ein paar Spiele, bis so 5, 6 Uhr. Wie es ein echter Weltmeister macht. Also den Controller aus der Hand legen, das schafft er dann nicht. Und das sind eigentlich gute Vorzeichen für unseren heutigen Gast. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist. Spieler von Paris Saint-Germain, Thilo Kehrer. Ja, hey. Wie? Das mit den Chancen werden wir dann nochmal schauen. Nein. Mein Gefühl sagt mir eher, dass wenn der Mo, selbst wenn er 2, 3 Uhr nachts oder selbst wenn er 8 Uhr morgens aufsteht, dass er, ja, mich mal kurz auseinander nimmt den FIFA. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn er unausgeschlafen ist, dann ist er am verwundbarsten. Wie sieht's denn aus mit deinen FIFA-Skills? Wie oft hängst du vor Bildschirm? Wie oft hast du den Controller in der Hand? Ehrlich gesagt, so gut wie nie. Ich hab früher öfter gespielt. Ja. Und jetzt aber schon seit ein paar Jahren eigentlich nur ganz selten, wenn ich mal beim Kollegen bin oder so, ab und zu. Also wirklich sehr, sehr unregelmäßig. Deswegen gibt es wahrscheinlich viel, was der Mo mir zeigen kann. Spielst du andere Spiele oder bist du, was Gaming angeht, ich weiß, du trainierst sehr viel an deinem Körper. Hat das Vorrang bei dir? Auf jeden Fall, ich trainiere sehr viel an mir selber, auch körperlich. Und an der Konsole mache ich eigentlich sehr, sehr wenig. Schon mal gegen Neymar gespielt? Der soll ja unheimlich gerne zocken. Gegen Neymar nicht, gegen Mbappé habe ich gespielt. Ja. Nicht FIFA, aber das war 2K20, also Basketball. Ja. Aber ich glaube, die anderen Jungs, die spielen mehr andere Spiele als FIFA. Die spielen mehr Call of Duty und solche Geschichten. Zu eurer persönlichen Situation mit PSG. Ihr seid jetzt sozusagen Couchmeister geworden. Die Saison in Frankreich wurde abgebrochen. Ihr wart zum Zeitpunkt des Abbruchs an der Spitze und so bleibt es auch. Ihr seid jetzt quasi Meister geworden, ohne die Saison fertig zu spielen. Wie fühlt sich das für euch Spieler an? Ja, ist ein komisches Gefühl. Man nimmt es natürlich gerne so an. Es ist auch, glaube ich, keine Frage, dass es verdient ist, weil die Spiele, die gespielt wurden bis jetzt, haben wir gut bestritten, haben wir auch in der Regel dominiert und deswegen ist jetzt keine große Partystimmung, sage ich mal, aber man nimmt die Anerkennung gerne trotzdem an. Gute Nachricht für euch. Die Saison ist noch nicht gelaufen, denn die Champions League, in der ihr immer noch vertreten seid, die soll weitergehen. In Lissabon soll weitergespielt werden. Da wird dann ein Kurzmodus sozusagen ausgeklügelt. Seid ihr froh, dass ihr die Saison dann wenigstens noch sportlich zu Ende bringen könnt und weiterhin die Chance auf einen sportlichen Titel, nämlich den Henkelpott, habt? Ja, schon, weil es ist ja so, dass man die ganze Saison eigentlich auf die Phase am Ende auch hinarbeitet und alles dran setzt, dass man noch am Ende in den ganzen Wettbewerben drin ist und Titel holen kann, die Möglichkeit noch dazu hat, die Titel zu holen. Und dass es jetzt vor allem auch mit der Champions League zu Ende gespielt wird, darüber sind wir auf jeden Fall froh. Der neue Modus sieht vor, dass es kein Hin- und Rückspiel, sondern nur ein Spiel gibt. Vorteil oder Nachteil für euch? Was denkst du? Ich glaube, weder noch. Es ist sind für alle die gleichen Bedingungen. Auch wenn die Bundesliga schon wieder angefangen hat und auch Spanien die Liga wieder anfängt und England wahrscheinlich auch, haben, glaube ich, alle so eine Pause dazwischen bis August. Und ja, ich glaube, es ist kein großer Vor- oder Nachteil, dass der Modus dann so abgeändert wird. Du bist jetzt schon ein bisschen länger bei PSG, 2018 nach Frankreich gewechselt. Wie ist das so, tagtäglich mit Weltstars wie Neymar oder Mbappé auf dem Feld zu stehen, auf dem Trainingsplatz? Musst du dich manchmal selber kneifen, dass der Traum jetzt wirklich in Erfüllung gegangen ist? Oder ist das schon so ein Stück weit Normalität geworden? Also ich muss sagen, zu Beginn war es schon so, jetzt nicht auf dem Platz beim Training, sondern eher so drumherum, dass das einfach neu war und auch ein bisschen nicht so ganz zu greifen. Aber jetzt mit der Zeit ist es schon Normalität geworden und auch einfach eine coole Challenge für mich jeden Tag. Einfach auch eine super Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln.
Mo, vielleicht ein paar Takte zum Team von PSG, was FIFA 20 anbelangt. Nicht das schlechteste Ja. Team. Nee, ich glaube sogar das Beste mit Abstand, weil Mbappé halt auch krank unfair ist und Kombi Neymar und Mbappé gibt es halt so auf der Welt irgendwie nicht. Ich glaube, im Mittelfeld kann man da noch was machen, aber sonst sieht das schon sehr gut aus. Und Abwehr mit Thilo steht eh wie eine Bank, oder? Ja, ist ja. Ist die Frage, ob er auch mit mir spielt oder ob ich auf der Bank sitze. Ja, also eher als Rechtsverteidiger, weil Ja. Thiago Silva und Marquinhos haben schon stabile Karten. Ja. Aber ja, Einsätze kriegt Thilo schon. Wie ist es so, Thilo, bei dir? Du Absolut. wirst als Innenverteidiger, als Außenverteidiger, manchmal sogar defensives Mittelfeld, wurdest schon eingesetzt. Wo spielst du am liebsten? Ich muss jetzt mittlerweile schon sagen, es war bei mir immer relativ offen. Ich habe sehr gerne Innenverteidiger gespielt und auch Außenverteidiger. Und mittlerweile ist schon so, dass ich ein bisschen mehr so die Tendenz dazu habe, Rechtsverteidiger zu spielen. Also das geht schon da in die Richtung, aber ich spiele trotzdem auch gerne Innenverteidiger, wenn ich da aufgestellt werde. Ich glaube vor allem auch für junge Spieler wie mich ist es wichtig, dass man spielt, dass man viel Spielpraxis hat und ja. Was ich sehr bemerkenswert finde, du bist 23 Jahre alt und du hast deine eigene Stiftung, die Thilo Kehrer Foundation. Wie bist du auf die Idee dazu gekommen und was steckt dahinter? Also ich habe schon sehr früh angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, auch ja, benachteiligten Menschen zu helfen und ja, mich sozial einfach einzusetzen an Stellen, wo es halt geht. Und jetzt bei dem Heimatland von meiner Mutter Burundi, ist es halt so, dass es fast an allen Stellen fehlt und ja, dass es auch wichtig ist, da mal einen Anfang zu machen. Und da kam ich jetzt ja, vor einer gewissen Zeit einfach auf die Idee und wollte das dann auch unbedingt umsetzen, meine eigene Stiftung zu gründen und ja, mit Projekten dort anzufangen, ja, den Menschen Möglichkeiten zu geben. Möglichkeiten auch vor allem in Dingen wie die jetzt uns hier in Europa zum Beispiel als ja, schon fast selbstverständlich so erscheinen. Ne? Eine wahnsinnig tolle Aktion, kann man glaube ich gar nicht oft genug sagen. Und ihr da draußen könnt die Thilo Kehrer Foundation gerne unterstützen. Was ihr dafür tun müsst, auf vipreis.org gehen. Da haben wir eine Seite von euch, vipreis.org heißt die. Dort könnt ihr tolle Preise gewinnen, unter anderem ein signiertes Trikot von Thilo Kehrer. Ihr könnt auch ein One-on-One-Coaching mit Mo Ober gewinnen, falls ihr daran Interesse habt, euer eigenes FIFA-Spiel vielleicht mal ein bisschen zu verbessern, so wie Thilo das heute vorhat. Da gibt es signierte Controller von beiden, von Thilo, von Mo und noch viele andere Sachen. Wie funktioniert es genau? Ihr könnt Lose kaufen. Das heißt, je mehr Lose ihr kauft, desto besser. Zum einen kommt dann mehr Geld für die Thilo Kehrer Foundation zusammen und zum anderen erhöht ihr natürlich eure persönliche Gewinnchance. Gerne mal auf vipreis.org vorbeischauen und einfach mal was Gutes tun. Und was Gutes tun wir jetzt auch. Thilo, was macht der Ruhepuls? Bist du noch entspannt? Ja, ist bei 98. Bei Geht noch. 98, okay, das ist schon leichte Fährt Aufregung. langsam hoch. Aber wer richtig was zu Fährt verlieren langsam hat, hoch. der sitzt dort im Bild. Mo Ober, eben aufgewacht. Wie schätzt du deine Chancen ein? Mit so wenig Schlaf? Ja. Ist auf jeden Fall, die Chancen sind auf jeden Fall da. Werde ich, glaube ich, hinbekommen. Und Aber habe schon viel zu verlieren. Thilo, ich kann dir sagen, ich bin auf jeden Fall auf deiner Seite, weil ich habe mir ein paar Sachen überlegt, die Mo eventuell ein bisschen aus dem Konzept bringen könnten. Also wir schaffen das zusammen. Wir schlagen jetzt einfach zusammen den FIFA-Weltmeister. Alles klar? Okay, ich zähle auf dich. Thilo, ich glaube, ich weiß schon, auf wen die Wahl bei dir fällt. Liege ich richtig, wenn es nach Frankreich geht? Da liegst du richtig. Also haben wir in gewisser Weise auch ein Länderspiel. Frankreich gegen Deutschland. Mo ja nicht nur FIFA-Weltmeister, sondern auch offiziell für den DFB unterwegs. Mo, für wen entscheidest du dich? Ja, ich nehme Dortmund. Dann passt's doch. So, bei Paris natürlich in der Startaufstellung. Thilo Kehrer. Hinten rechts stelle ich mich gerade auf. Hinten rechts natürlich. Und wir sehen jetzt das Bild von Mo Ober. Seine erste Elf. Mo, das sieht aus wie Offensiv-Dreierkette, Defensiv-Fünferkette. Ist das ein Nee. Indikator dafür? Hose voll? Fünf Nee. Verteidiger?
Bei mir gehen die Aufsteiger nicht nach hinten. Bei mir habe ich 5 Stürmer vorne. Ehrlich jetzt, Hakimi, Guerrero quasi die zweiten Flügelspieler neben Reus und Sancho, ja? Komplette Okay. Dreierkette. Tilo nennt noch Änderungen vor. Er macht mal Taktiken. Das Gute ist, das sehen wir jetzt natürlich nicht. Also Tilo, du kannst da jetzt die wildesten Sachen einstellen. Verrätst du uns deine Formation? 4-2-4. Mo, das Grinsen wird gequälter. Vier Stürmer, da Ja, rattert's jetzt im Kopf. langsam habe ich Angst. Vorne drin Mbappé, Neymar, Cavani und Di Maria, stimmt das? Genau. Genau. Oh ja, das kann auf jeden Fall ein offensives Feuerwerk geben. Und die ersten Minuten rechne ich jetzt mal mit einem vorsichtigen Abtasten. Von rechts nach links in Orange, Thilo Kehrer und in den schwarzen Trikots von links nach rechts, Mo Oba, der direkt sich vorm Strafraum einnistet, Marco Reus am Ball, Haaland, und der ist schon mal gut, der Pass von Haaland, aber das Tor, das wir hier sehen, das zählt nicht, denn es war Abseits. Marco Reus wohl einen halben Meter im Abseits gestanden. Thilo, da kommen die Verteidigergene durch. Direkt die Abseitsfalle zuschnappen lassen, oder? Kann gerade nicht sehr konzentriert Es sein. Muss mich konzentrieren, sehr ich kann nicht. fokussiert. Er ist sehr fokussiert. Dafür haben wir Oh. Verständnis. Wenn du nicht antwortest, dann wissen wir, du bist noch da, aber du bist einfach im Tunnel. Ja, ich muss mal rauskommen hinten. Aber die vier Stürmer, die machen es dir natürlich auch defensiv nicht leichter. Da fehlt vielleicht der ein oder andere. Wenn wir dann gleich ins richtige Spiel gehen, überdenkst du nochmal die vier Stürmer oder bist du dir deiner Sache da sicher? Ja, und sicher bin ich, glaube ich, ein bisschen weg, aber wir lassen das erstmal so. Da ist das erste Trainingstor. 15 Minuten hat es gedauert. Der Rührer von Hakimi. Ja, das erste Mal Grinsen Torschuss. bei Mo. Hätte ich nicht erwartet, dass er reingedellt. Thilo Kann man. Kehrers erste Offensivaktion mit einem Eckball. Hier im Trainingsmodus holt direkt einen Spieler ran. Das ist aber nur eine Finte und da ist Cavani und der fälscht den Ball noch ab. Stoppertor. Und am Ende ist es Kylian Mbappé. Da hat er Immer wenn sie irgendwann normalerweise. in der Ecke, immer kassiere ich ein Tor bei den Ecken. Das war aber eine ganz ausgeklügelte Variante. Noch den Mitspieler anschießen auf den freien Super. Mbappé. Übt ihr das so im Training auch, Thilo, in Paris? Wird genauso geübt. Guerrero, der nicht verteidigende Linksverteidiger, auf Marco Reus, der in guter Scheiße. Abschlussposition, aber mit Keylor Geht noch ein Navas. bisschen zu schnell für mich hier. Der Navas ist sehr gut, ja. Nicht nur bei FIFA. Ich weiß gar nicht, wie der. Mo, wie machst du das mit dem Ball abschirmen? Da kommt gar keiner hin. L2 gedrückt halten. Das sind die kleinen Tipps. Aber jetzt mal hier eine kleine Konterchance, die zu einer ganz großen werden könnte. Neymar, Wahnsinnstempo. Und der legt nochmal Aber. quer. Ah, Oh, was war das? War Rückpass. das ein Pass? War das ein Scheiße. Ich Schuss? habe eigentlich Kreis gedrückt, aber da kam nichts daraus. Mo, der nimmt dich gar nicht ernst. Der will den Ball ins Tor passen. Und so steht's hier nicht ganz unverdient. 1 zu 1. Mo, was würdest du sagen? Wo kann man bei Thilo ansetzen? Wie ist er zu knacken? Man kann viel auch mit Tastenkombination, wie er so gerade gefragt hat, auch wie macht man das? Also da gibt es schon viel zu machen. Oh, dann. Ball abschirmen haben wir gelernt. Ja. L2. Auch immer eigentlich ein probates Mittel, oder? L2, auch in der Defensive, L2 drücken zum so weg. Also sieht ähnlich auch aus. Kannst du den so abschirmen, hinlenken, wohin du gehst. Also ich drücke meine Verteidigung L2 gedrückt. Das sind doch die Gegner, die man online am liebsten hat, wenn sie mit einem Tor führen, ab der 85. zur Eckfahne und dann L2 drücken, oder? Einfach nur noch den Ball abschirmen. Den Thomas Müller machen. Was hast du jetzt gesagt? Aber Thilo macht es gut da hinten. Ich kann es nur wiederholen. Also die Verteidiger-Gene, die zeigen sich ja auch im FIFA-Spielen. Super Stellungsspiel und jetzt der Konter über Di Maria und das wird doch nicht etwa das 2 zu 1. Nein! Birki ist dran! Ich habe ihn eigentlich abgerätselt. Ich wollte, dass er einen Elfmeter bekommt jetzt am Ende, aber Schiri wollte nicht. Jetzt erzähl doch hier kein Mo. Wolltest du, dass er einen Elfmeter Ja. kriegt? Und schon wieder Oh, eine Christian. interessante Variante bei der Ecke. Thilo Kehrer drückt den Weltmeister hinten rein, der sich nur noch durch Tempo-Gegenstöße wehren kann. Das war die Test-Halbzeit, wie wir sie nennen. 1 zu 1 ist sie ausgegangen. Ja, sah gar nicht mal so schlecht aus. Also, ich glaube, man merkt schon, dass er weniger zockt als andere, aber dafür klappt
kennt er sich halt im Fußball aus, ne? Und das macht es halt auch ein bisschen, wenn man weiß, okay, jetzt spiele ich über die Flügel oder jetzt mache ich das. Ich glaube, es macht ein bisschen Sinn, wenn man einfach, ja, so einfach ein bisschen das Spiel versteht, aber am Ende ist es nicht, es ist nicht das Gleiche. Ja, also wenn ich auf dem Fußballplatz bin, bin ich jetzt auch nicht wahnsinnig krass, weil ich jetzt FIFA gut bin. Also. Boah, das wird auf jeden Fall eins der nächsten Videos. Du zeigst uns, was du in Real Life am Ball kannst. Wirst vielleicht von Tilo dann trainiert. Mhm. Können wir gerne machen. Ich würde sagen, wir legen jetzt los mit den vollen 90 Minuten, oder? Das Länderspiel, wie wir es nennen, Frankreich gegen Deutschland, Tilo Kehrer gegen den Weltmeister in FIFA, gegen Mo Ober. Und weil wir ja sportlich fair bleiben wollen, Tilo, darfst du, das machen wir immer so hier, das Team, mit dem Mo spielen soll, gerne aussuchen. Du darfst bestimmen, welches Team er nehmen soll, und mit dem muss sich dann Mo Ober gegen dich beweisen. Ich schaue am besten einfach selber ein bisschen rum. Du, fühl dich frei. Teams Südamerika, Korea ist auch nicht schlecht. Dachte, wir sind Freunde. Bei PlayStation nur. Wo kommst du denn her, Mo? Aus Libanon. Gibt's gar nicht. Libanon. FC Beirut. Würde ich jetzt nehmen. Okay, dann Korea. Welches Top-Team darf er sich da... Er ist aber korrekt, er gibt mir das beste Team von dieser Korea. Ja, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Saul war gar nicht so schlecht, fand ich. Seungnam. Da sind schon. Seungnam wird's? Seungnam wird's. Okay, dann sind wir sehr gespannt. Mo, sagt dir das Team was? Ja, klar, da spielen viele Talente, verliehene Spieler von Man U Bayern und so, deswegen nehme ich die mit. Und Tilo, bei dir die Wahl, glaube ich, wieder schon vorher gefallen. Ich nehme PSG. Das Team mit 1,5 Sternen, 65, 64, 61 die Werte gegen 88, 84 und 83. Auf dem Papier eigentlich eine klare Nummer, aber nicht vergessen, hier spielt der FIFA-Weltmeister mit dem koreanischen Team gegen den Fußballprofi mit Paris Saint-Germain. Jungs, lasst knacken! Ich dachte, er wäre netter. Es hat ja wirklich gerade im Test, in den ersten 45 Minuten in der Test-Halbzeit, sehr gut geklappt. Bist du ein bisschen überrascht von dir selbst, Tilo? Ich stelle mir die Frage, ob der Mo ernst gespielt hat oder nur so halb ernst. Ja, das wird man nie herausfinden. Nein. Seungnam, für welche Formation hast du dich entschieden? Wie soll es klappen gegen Tilo? Dreierkette, auch wieder volle Offensive. Hier wird nicht versucht zu mauern, auf keiner Seite, selbst mit... Ein Weltmeister hat keine Angst. So ist das nämlich. Das Spiel läuft... Seungnam, die Weltauswahl von Seungnam von links nach rechts in den schwarzen Trikots, Mo Ober in Ballbesitz, dagegen hält von rechts nach links Tilo Kehrer mit seinem Team Paris Saint-Germain und den Superstars Mbappé und Neymar, unter anderem. Und jetzt sogar die erste Chance, hier was Zählbares mitzunehmen, direkt in der dritten Minute. Das ist ein schöner, steiler Pass auf Di Maria, der bricht nochmal ab. Findet Cavani in der Mitte und da hattet ihr fast Überzahl, die Männer in Rot im fremden 16er, aber nochmal knapp verteidigt das Ding von Mo Ober mit seiner ganzen Erfahrung, seiner ganzen Klasse und jetzt ist auf einmal Seungnam hier kurz vorm Torabschluss und da ist das 1:0. Aber Tilo, welches Rating hast du eigentlich in dem Spiel? 79. Viel zu wenig, oder? Bisschen zu wenig, würde ich sagen. Da muss man auf jeden Fall mit den Machern von EA nochmal reden. Ja, das liegt dann an euch. Oder vielleicht auch an Mo. Mach ich. Was gefällt dir denn nicht? Hast du mal, guckst du auch die Werte so allgemein, also alle Werte so anders? Physis gefällt mir nicht so. Und schneller würde ich mich auch einschätzen. Ja, würde ich auch auf jeden Fall. Mo, was hättest du denn eigentlich für ein Rating? 50! Zum Glück spielst du nicht mit, auch nicht bei Seungnam, die hier gerade 2:0 in Führung gehen. Die schießen irgendwie scharf, die Jungs von Seungnam. Zwei Chancen, zwei Tore. Ja, das ist sehr effektiv, was Mo hier macht. Und so wieder gute Flankenmöglichkeit für Mo, findet seinen Mann in der Mitte und da ist das 3:0. Die Koreaner spielen sich jetzt hier wirklich in den Rausch. Aber es ist sehr schwer zu verteidigen. Immer, Tilo, wenn ich diese Flanken reinbringen will, also sprich von der Grundlinie zurück, da finden die ihren Mitspieler nicht. Das ist wirklich die Klasse des Weltmeisters, die wir hier sehen.
Ich erinnere mich nur, dass du mir gesagt hast, du hilfst mir. Ja, völlig richtig. Tut mir leid. Ich bin hier in diesem Torrausch, ist es völlig untergegangen. Wir versuchen Mo jetzt einfach mal ein bisschen abzulenken. Mo, würdest du lieber eine Saison lang 0-30 in der Weekend League verlieren oder für immer mit einer Mannschaft spielen, bei der jeder Spieler nur ein Rating von 28, also ungefähr dein Rating hat? Boah, mein, hab ich 28, ist die große Frage. Ja, ich würde schon mit der 28, ja, ich würde die schon nehmen, ne? Weil wird schon irgendwie besser als 0,30. Meinst du? Aber auch, ja, ist ja beides das Gleiche, ne? Also ich nehme schon die Herausforderung an. Ich würde, glaube ich, auch kein Spiel gewinnen, aber vielleicht gibt es dann so ein... Oh, die Ablenkung wirkt. Tilo, lauf und jetzt cool bleiben. Nein! Oh. Oh, der ist riskant, der ist riskant, der ist frech und der ist drin. 4-0. Nein, das ist Mo erbarmungslos. Ich glaub, muss da ausgewechselt werden. Mo, okay, was wäre schlimmer, wenn Hacker alle Fotos und Videos auf deinem Handy klauen würden oder sie dein Ultimate-Team auf Werkseinstellung zurücksetzen? Puh. Da bin ich jetzt gespannt. Ja, ich hab schon ein paar schlimme Fotos am Handy, die meine Karriere beenden können. Deswegen, so. ich nehm Ultimate Team und dann muss man ja wieder ein paar tausend Euro rein investieren, ne? Also die 1000 Euro sind es wert, ja? Also die Fotos und Videos auf dem Handy wäre okay, da wollen wir an der Stelle nicht weiter nachfragen. Ich habe aber noch ein anderes Handicap, Mo. Wie wäre es, wenn du vor jedem Schuss, vor jedem Torschuss kurz einmal in die Hand klatschst? Okay. Also aber okay. So, dass wir das sehen, ja? Auf Kamera, ja? Ja, ich versuch's. Sehung Nam schon wieder im Angriff. Nach dem Seitenwechsel direkt wieder da. Im Seonjong, der eben schon sich in die Torschützenliste eintragen durfte. Und Mo, war das ein Klatschen? Lassen wir das durchgehen, Thilo? Ja, der hat da nicht geschossen dann. Ja, also so. Ich habe da meinen Controller nicht mehr gefunden. Ach so. Also, das Handicap wirkt. Das merken wir uns. Ja. Übrigens, anderes Handicap. Zweite Halbzeit geht, habe ich ganz vergessen zu sagen, natürlich von 0-0 los, ne? Und jetzt, das ist die Möglichkeit, hier auf 1-0 in Hälfte 2 zu stellen für Thilo, der jetzt Mbappé sehenswert einsetzt, wiederum zu Cavani und jetzt legt er nicht quer, sondern schießt ihn rein. Der Torwart von Sehung Nam auf Abwägen unterwegs, der hat glaube ich auch damit gerechnet, dass du querlegst, Thilo, aber so ein Ding lässt ein Edinson Cavani sich nicht nehmen und somit steht es hier 1-0 in Hälfte Nummer 2 und das völlig verdient. Und da geht noch was, Thilo. Ich glaube, der Bann ist jetzt gebrochen. Mbappé, 2 gegen 1. Jetzt aber, das war eine gute Passstaffette. Ein bisschen zu unruhig. Vertikal nach vorne. Da ist nicht viel Schnickschnack in Thilos Spiel. Das ist straight nach vorne, ein, zwei Ballkontakte pro Spieler. Bisschen zu straight. Da ich jetzt ein Tor hinten liege, willst du nicht auch ein bisschen Fragen stellen? Hast du was? So, an Thilo meinst du? Ja, ah, okay. Oh, der Weltmeister wirkt schon ein bisschen verzweifelt. Okay, dann machen wir entweder oder mit Thilo. Würdest du auf dem Platz lieber nie von deinen Kollegen aktiv angespielt werden oder eine Sprache sprechen, die nur du und das gegnerische Team verstehen? Ich nehme die Sprache. Die Sprache, weil nichts ist beschissener, als nicht angespielt zu werden, glaube ich auch. Ja, außerdem versteht man sich schon. Würdest du dich für immer lieber von schwäbischen Spätzle ohne Soße oder zwei Tage altem französischen Baguette ernähren wollen? Auf, mein Junge. Tino hört gar nicht mehr zu. Ich nehme... Schwäbische, was war das? Spätzle? Ohne Soße. Ist okay. Was vermisst du eigentlich an Deutschland am meisten? So abgesehen von deiner Familie natürlich. Döner. So ein bisschen, ja, Döner auf jeden Fall. Gibt's in Paris keinen guten Döner? Keinen guten Döner. Döner, die es in Deutschland gibt, die sind schon... Ist schon Premium-Ware, ne? 85. Minute, es steht in der zweiten Halbzeit 1-0 für Thilo Kehrer gegen den FIFA-Weltmeister Mo Ober. Mo, was ist denn da los? Mit dem Klatschen, das kriege ich nicht hin. Ja, es ist auch... Ich habe die Taktik noch nicht gefunden. Ich habe irgendwie versucht, den Controller irgendwie an meiner Brust zu halten. Ja, oder du nimmst ihn in den Mund. Oh, gute Flanke von Thilo nochmal da in der letzten Minute der regulären Spielzeit. Findet keinen Abnehmer. Und wenn das kein Abseits ist, dann steht es hier tatsächlich 2-0. Abseits, aber ja.
Da kommt der Pfiff. Die Fahne ist hochgegangen. Jetzt hab ich noch eine Chance. Die Nachspielzeit bereits in vollem Gange. Und hier vielleicht nochmal die Möglichkeit für Mo Ober. Aber auch das ist abseits. Und so sieht alles danach aus, als hätten wir einen Unentschieden nach Halbzeiten. Die erste Halbzeit, so ehrlich sind wir, ging 4-0 an Mo Ober. Und die zweite geht 1-0 an Thilo Kehrer. Also das ist ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann, oder Thilo? Ich bin ganz zufrieden. Dass Mo jetzt in der zweiten Halbzeit vor jedem Abschluss in die Hände klatschen musste, das erzähl mir aber keinem, das schneiden wir raus. Nehme ich auch mit, das Ergebnis, muss ich sagen. Zweite Halbzeit. Hätte schon gern ein Tor gemacht, irgendwie mit Klatschen, aber hat nicht gereicht. Kehrer ist da auch ein bisschen besser geworden, muss ich sagen, in der zweiten Halbzeit. Ein bisschen besser verteilt. Ich fand auch. Ja. Hat man da wirklich gesehen, dass der Junge aus der Verteidigung kommt? Auf dem echten Rasen, ja, auch auf dem virtuellen? Ich muss sagen, beim vierten Tor, was ich hier gerade zeige, war ich ein bisschen enttäuscht. Er hat einen Fehler mit sich selber gemacht. Die Füße gepasst. Deswegen, die Rückgabe, die, über die müssen wir nochmal reden. Auf den Tasten ist für mich ein bisschen schwerer als mit den Füßen. Ich fand es aber witzig, wie er mit Mbappé einfach ganz gerade ausrennen wollte, weil er weiß, wie schnell der ist. Ja. Er hat auch mal Schiss. Wie oft hast du eigentlich Mbappé im Training schon mal abgehängt, tempotechnisch? Boah, abhängen wird schwierig. Aber einfangen, sagen wir so? Mithalten, einfangen geht, ja. Wir haben ganz oft oder öfter mal im Training auch so Kontaktbegrenzung, dann hat man nur so 2 oder 3 Kontakte. Dann ist das Feld auch nicht so groß wie im normalen Spiel 11 gegen 11. Es ist dann ein kleineres Feld im Training, deswegen geht das noch. Sobald man aufs große Feld geht, wird es dann noch schwerer, weil auf Strecke wird er immer noch schneller. Erzähl uns kurz, was noch als nächstes ansteht, gerade bei dir mit der Thilo Kehrer Foundation. Was sollen so die nächsten Projekte sein, die in die Tat umgesetzt werden? Also das nächste Projekt ist ein Center, das Thilo Kehrer Center, und dabei geht's darum, den Jugendlichen und vor allem den talentierten jungen Menschen da Möglichkeiten zu geben, sich weiterzuentwickeln. Es geht einfach darum, mal einen Anfang zu machen, weil es gibt einige Schulen. Natürlich ist das Schulsystem auch sehr schwach ausgeprägt, aber viele wissen dann halt auch nicht, was sie mit sich machen sollen, wenn sie erstens gar nicht zur Schule gehen können oder wenn sie die Schule fertig haben, wissen sie nicht, welchen Beruf gibt. Es gibt kaum Arbeitsplätze, und einfach die Jugendlichen so ein bisschen von der Straße zu holen, von Alkohol, von Drogen, von negativen Sachen einfach wegzuholen und mit Möglichkeiten in diesem Center wie Internetzugang, PC-Schulungen, Seminare und weitere Sachen, einfach eine Möglichkeit zu geben, für sich selber so einen Eingang ins Arbeitsleben zu finden und vielleicht auch am Ende irgendwie so ein paar neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Startups oder solche Dinge. Und darum geht's hauptsächlich, ja. Finde ich sehr, sehr vorbildlich, dass du das machst. Und deswegen an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ihr könnt die Thilo Kehrer Foundation unterstützen und könnt dabei auch noch was gewinnen. Geht auf viprize.org und da gibt es ganz tolle Preise. Gibt es ein signiertes Trikot von Thilo. Ihr könnt eine Reise nach Paris zum nächsten Spiel, was mit Zuschauern sein wird, gewinnen. Ihr könnt ein 1:1 Coaching von Mo Ober gewinnen, mit dem Weltmeister trainieren. Es gibt signierte Controller und. Gerne so viele Lose kaufen, wie ihr wollt. Dann erhöht ihr natürlich eure Gewinnchance und tut gleichzeitig noch was Gutes. Ich sag vielen Dank an euch beide, Thilo Kehrer, dass du mit dabei warst. Mo, auch vielen Dank an dich, dass du uns an deiner Expertise hast teilhaben lassen. Und wir sehen uns ganz bald wieder, wenn es heißt, Mo trainiert hier in der Gamers Academy. Bis dann.